Gestern kam die Frage auf, warum Lufthansa jetzt auf einmal innerhalb von 18 Monaten 10.000 Leute einstellen will und vor allem, wo sollen die herkommen? Erste Frage kann ich vielleicht beantworten, zweite etwas schwieriger. Dann geht es weiter mit dem Streik. Nachdem der Streik ja abgewendet worden ist beim Bodenpersonal, gibt es im Cockpit immer noch etwas Probleme. Die China Operation lässt da irgendwelche, nennen wir es mal, Unstimmigkeiten aufkommen, zumindest im Tarifvertrag. Dann haben wir einen IHG-Sale, und zwar einen, kein Punkte-Sale, sondern einen Freinacht-Sale, wo es viel zu sparen gibt. Wir haben des Weiteren einen Deal, und da muss ich gucken, Premium Economy, der ist von Singapore Airlines. Da geht es von Asien nach Europa für unter 860 US-Dollar. Wir haben einen weiteren Deal mit der Lufthansa. Da haben wir auch noch einen. Und zwar ist es da mit der Lufthansa-Gruppe nach Kolumbien. Und da geht es auch in der Business Class und zwar sehr günstig. Zum Beispiel 1.200 Euro, ein bisschen mehr, 1.400 Euro so in dem Dreh nach Mittelamerika. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Denkt dran auch, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch ein Like dazulassen. Wichtig an dieser Stelle natürlich, wie immer, ganz wichtig, kommentiert, Glocke hatte ich, glaube ich, gesagt. Ja, die Lufthansa möchte da jetzt 10.000 neue Mitarbeiter innerhalb der nächsten 10 Monate einstellen. Man hat 6.000 Flüge ungefähr abgesagt als Kranich. Und man hat jetzt aber damit die Lage auch in den Griff bekommen. Man hat auch an den Flughäfen, ich sehe das zum Beispiel bei mir auch bei LinkedIn, viele Leute, die normalerweise in der Verwaltung arbeiten, an die Front geschickt, die dort arbeiten. Entweder weil sie dort hergekommen sind oder weil man sie daraufhin nochmal schnell dahin geschult hat. Also insofern ist das Thema in Ordnung. Aber die Konjunkturaussichten und die Inflation haben ja bei der Lufthansa so ein bisschen Angstperlen ins Gesicht getrieben und deshalb will man aber trotzdem mehr Personal machen. Warum? Ganz einfach, weil die Talsohle ist durchstritten und das sagte Christina Förster und das stand in der Zeitung der Funke-Gruppe. Trotz dieser Flugplanstreichung ist man immer noch dabei, 95% des Flugplans zu erfüllen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie sie das rechnet, aber je nachdem, wie man es rechnet, kommt man auf 95%. Die meisten Flugstreichungen, die jetzt kurzfristig passieren, sind innerdeutsche Linien und 99% aller Ferienflüge finden halt statt. Nur der hohe Krankenstand macht der Lufthansa zu schaffen. Man rechnet erst Ende Oktober mit einer Entspannung im System, wenn man das so nennen will. Und das ist ja noch ein bisschen. Wir haben hier jetzt quasi August, September, Oktober, das sind über 2,5 Monate. Man hatte in der Krise, und einer hatte das ja auch geschrieben, 20.000, nein, es waren 30.000 Stellen im Konzern gestrichen. Und es werden jetzt im zweiten Halbjahr netto 5.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord geholt. Nettes Wortspiel. Und Carsten Spohr hat das vergangene Woche ja im Call gesagt. Und 2023 nochmal 5.000 netto, also das sind innerhalb von 18 Monaten 10.000 Leute. Dieses Personal soll kommen für die Kabine, fürs Cockpit und für Rezessionssorgen zum Trotz soll diese Einstellungsgeschichte natürlich auch das Personal, was jetzt da ist, entlasten, weil die gehen auf dem Zahnfleisch, da gibt es ja keine zwei Meinungen und das merkt man auch, also insofern ist das die richtige Entscheidung. In Frankfurt, also im Konzern, im Lufthansa Aviation Center, LAC, rechnet man für 2023 trotz der höheren Inflation, der drohenden Eintrübung der Weltwirtschaft mit einem wachsenden Geschäft. Man will bis zu 90% der Passagiere bis nächstes Jahr wieder transportieren und befliegen, um das mal so zu sagen. Das ist natürlich im Vergleich zu 2019. Und damit will man jetzt natürlich zwischenzeitlich sogar 95% hinkriegen. Bin mal gespannt, wie das klappt.
Aber ganz wichtig ist, der optimistische Ausblick ist immer noch da, weil man einfach sagt, dass Asien ein großer Impuls sein soll. Das ist ein Grund, warum man da jetzt so viel Gas gibt von der Lufthansa-Seite. Und auch Japan macht auf. Und gerade die globalen Lieferketten sorgen auch dafür, dass es eine hohe Auslastung in der Business Class gibt. So geht Lufthansa von aus. Die Geschäftsreisen kommen zurück. War da nicht was, dass man gesagt hat, Geschäftsreisen nur noch 50% oder sowas? Und man merkt natürlich auch, dass die Premium Economy, aber auch die First Class ähnlich gut ausgelastet sind, wie sie vor der Krise waren. Also alles nach oben, auch die Preise nach oben. Bei Lufthansa geht die Motivation nach oben. Bei den Piloten ist die Motivation so ein bisschen runter, weil man hat ja jetzt den Tarifvertrag, den man mit dem Personal geschlossen hat, die am Boden sind, so ein bisschen den Fokus verloren von Passagierseite auf das Cockpit. Aber wir können uns ja mal auf das Cockpit wieder ein bisschen fokussieren und die Gespräche stocken. Die Gespräche stocken einfach, weil bei der Cargo man etwas Probleme hat mit der China-Operation. Jetzt sagt ihr, was soll denn in China das Problem sein? Das Problem ist genauso wie bei Covid, das war, ihr erinnert euch noch an die Clubhouse-Gespräche, wo Crew teilweise in Hotels eingeschlossen war, im Zimmer eingeschlossen war, Notausgänge zugemacht worden, dass man teilweise Werkzeug mitnehmen musste, um wieder aus dem Zimmer rauszukommen im Falle eines Brandes und solche Sachen. Und so ist das halt auch wirklich so im Moment noch in Hongkong als Beispiel. Piloten, die auf der Linie nach Hongkong eine Rückkehr haben da eine mehrtägige Zimmerquarantäne vor Ort. Also das ist jetzt nicht hübsch. Und die Vereinigung Cockpit hat die Piloten natürlich jetzt erstmal streikfähig gemacht und streikbereit gemacht, wie das auch heißt. Aber man wartet vorerst, was die Verhandlungen bringen. Also wir haben da als Passagiere erstmal ein bisschen relaxing. Man hat auch in den nächsten 4 Wochen Termine ausgemacht, oder in den nächsten Wochen 4 Termine ausgemacht, was wahrscheinlich in 4 Wochen ist, vielleicht ein bisschen länger. Also da schätze ich vielleicht, dass nichts kommt. Vielleicht hoffe ich auch da etwas mehr. Und man schaut jetzt einfach, wie weit man da auseinander ist. Die Gespräche sollen auch natürlich im vertraulichen Rahmen stattfinden und man will halt jetzt nicht so wie bei anderen das nach außen kommunizieren. Man hat 6 Verhandlungsrunden hinter sich, nur so als Beispiel, beim Bodenpersonal waren das wesentlich weniger. Und die Lufthansa-Spitze hat sich zuletzt kompromissbereit gezeigt, hat 5,5% mehr Geld für das Restjahr 2022 akzeptiert, das ist eine Teilforderung. Weitere Forderungen nach einer automatischen Inflationsausgleichsklausel, also das heißt, wenn die Inflation steigt, dass dann automatisch das Gehalt angepasst wird, das wird so jetzt nicht, glaube ich, von Lufthansa präferiert. Und man hat ja den PPV gekündigt, das heißt also, dass man 325 Jets in der Lufthansa-Kernmarke machen möchte. Den hat man gekündigt, den Vertrag. Der Vertrag ist ausgelaufen, das ist ja das, warum sie streikbereit sind. Und man hatte jetzt bei Lufthansa gesagt, wir bereuen es, dass wir es getan haben. Aber die China-Ops ist halt wirklich ein Problem, weil bei der Cargo das ein Riesenziel ist. Das aktuelle Routing mit Stopp in Dubai unterscheidet die Mindestblockzeiten von 8 Stunden und man plant die Umläufe nach Hongkong daher ab September wieder mit der Zimmerquarantäne vor Ort. 29 bis 59 Stunden Layoverzeit. Und dass die Cargo-Piloten natürlich eine zumutbare Layover-Regelung haben und im Rest China das auch haben wollen, ist natürlich ganz klar. Das ist etwa durch eine Verdichtung der Peking-Linie auf 7 Verkehrstagen, damit eine verbundene Verkürzung der Aufenthaltszeiten erreichbar. Man will natürlich nicht auf der Zimmerquarantäne bleiben. Und Lufthansa holte das okay für die neuen Layover in Hongkong vergangene Woche über die Einigungsstelle ein, entgegen aller Bekundung. Scheint es aber keinerlei mehrheitsfähigen Willen mehr zur gemeinsamen Gestaltung zu geben, reagierten die Lufthansa-Cargo-Piloten auf diesen Vorgang. Das heißt also, dass die Cargo-Piloten von den anderen Piloten die Einigung so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, blockieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie es wirklich ist, aber natürlich ist es richtig, dass wenn man nach China fliegt oder Hongkong, dann ist es ja wirklich so, dass so eine Zimmerquarantäne kein Spaß darstellt, auch nicht für uns als Passagiere. Nachdem wir wieder 2 harte Lufthansa-Themen hatten, haben wir wieder schöne Themen. Hab heute auch ein bisschen mehr den Fokus gelegt auf more miles, more points, more status. Und da geht es bei der
Air France KLM Flying Blue. Da gibt es einen 100% Bonus-Sale, der geht bis August, den 18. Ja, ganz genau. Und zwar, man kann ja pro Transaktion 300.000 Meilen fliegen, wenn du wenn man ein Elite-Member ist bei Flying Blue. Wenn man ein normales Mitglied ist, dann nur 100.000. Da ist keine Limitierung, wie viel man kaufen kann. Und es gibt natürlich auch einige interessante Redemption-Offers, also einfach, wo man sie wieder einsetzen kann. Und da müsste man dann halt schauen, wie viel man will. Also das Wichtige ist an dieser Stelle, dass man auch ein Ziel hat, wo es Sinn macht. Also nicht nur einfach kaufen, wie immer. Die Bonus-Thresholds sind ganz einfach. 50% mehr bei 4.000, bei 12.000 oder mehr Meilen. 70% und 100% kriegt ihr ab 24.000 Meilen. Wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde, man kauft die 24.000 mit dem Bonus, dann sind das 48.000 und diese 48.000 kosten 732 US-Dollar. Wichtig ist, dass man das halt wirklich macht bis zum 18. Und was für Ziele gibt es zum Beispiel? Man kann da natürlich immer wieder schauen, wo man fliegen will. Man kann ja auch mit der First-Class-Kabine, der La Première-Kabine fliegen. Und man muss allerdings an dieser Stelle wirklich ein Elite-Mitglied sein. Da macht das eventuell Sinn, je nach Destination. Kommentiert unten, ob ihr da etwas habt, wo ihr sagt, das ist toll, das ist ein geiles Ziel. IHG. IHG hat das Programm etwas geändert. Das haben wir alle festgestellt aus dem Status einen Diamond. So schnell hat man den Namen vergessen. Und daran seht ihr auch, wie blöd es ist, dass man so einen eigenen Statusnamen macht. Und ich ärgere mich jetzt, dass ich den gerade gar nicht weiß. Was war das denn? Also auf jeden Fall Platinum. Komisch. Man wird nicht jünger. Also auf jeden Fall ist es jetzt der Diamond-Status. Und wenn ihr Punkte gesammelt habt, und IHG ist ja immer, wenn es um Punkte geht, ein sehr, sehr gutes Programm zum Sammeln zumindest, gibt es jetzt die Möglichkeit, nicht nur die Punkte mit 100% Bonus zu kaufen, sondern auch in einem Flash-Verkauf diese reduziert zu nehmen. Wenn man sich einfach mal ein paar Ziele anguckt, wo man das macht, da gibt es Interconti zum Beispiel, oder in Paris gibt es ein paar Hotels, das Crowne Plaza ist anstatt für 26.000 für 18.750. Oder aber wenn wir uns mal einige wirklich zusammen angucken, das Interconti in Rom für 40.000, dann das Indigo Rom 30, Paris 40.000, Kimpton Paris 40, Kimpton Paris nochmal 45.000, Intercontinental Amsterdam 40, Times Square 45.000 Punkte. Aber ihr solltet euch halt beeilen, weil auch zum Beispiel, das Los Angeles Downtown übrigens 45.000 Punkte, nur damit ihr das gehört habt, damit man da halt einfach auf der sicheren Seite ist, damit man die Promotion nicht verpasst. Ich habe kein Enddatum gefunden. Wenn ihr eins findet, lasst es mich wissen. Ich gucke da auch gerne nochmal durch. Also man kann da ja einiges buchen und die gehen sogar bis Frühling 2023. Gerade in Europa sind die Reduzierungen massivst. Was ist euer bester Deal? Sagt ihn unten. Dann wollen wir noch mal gucken, was es für die Meilenfront gibt, wenn man Meilen haben möchte mit einem Flug, und zwar in der Economy Class von Singapore Airlines von Kuala Lumpur über Singapur nach Zürich. Das geht dann für 860 US-Dollar. Der Flug muss nach dem 5. August starten, ist ja schon so, zurück muss man sein bis zum 31. März 2023. Buchungsklasse ist R und Q. Dann, was gibt es noch zu sagen? Minimum Aufenthalt 5 Tage, Maximum 3 Monate. Stopover sind nicht erlaubt, Ticket ist wie immer nicht refundierbar. Und last but not least, $100 kostet es, das Ticket umschreiben zu lassen. Und ganz, ganz wichtig, es kommt immer die neue Basefare dazu, also das heißt, wenn es da eine Buchungsklassenänderung gibt. Dann schauen wir uns das mal einfach an. Für das Ticket über Kuala Lumpur, Singapur nach Zürich hin und zurück. An Meilen würde es geben bei Lufthansa 13.306. Die gibt es übrigens auch bei der Scandinavian, da sind es 13.106.
wenn man das bei der Singapore Airlines selber einsetzen möchte, dann ist man auch bei 12.806 Euro, wie bei den Euro wäre geil, Meilen. Aber wo man halt wie immer nicht hin sollte, das wäre Aegean, Copa und Air New Zealand, die geben 0 Meilen Gutschrift. Nur das als Hinweis. Und jetzt, nachdem wir fast wieder die 20-Minuten-Grenze kratzen, also wir sind irgendwas über 15, glaube ich, habe ich noch einen Deal für euch mit der Lufthansa-Gruppe von Madrid nach Kolumbien. Und zwar geht es da in der Business Class und die Preise sind zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, ungefähr bei 1.400 Euro. Madrid-Medellin als Beispiel sind die Buchungsklasse P. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Das ist zwar Buchungsklasse P, aber man hat halt ein Ticket, mit dem man dann halt nach Südamerika fliegt, damit der Avianca weiterfliegt. Und der Avianca-Weiterflug ist halt das, was den Preis drückt. Das Ganze nennt sich ja auch Hidden City, aber da mache ich mal eine neue Folge von. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. In der, was ist denn das heute? Heute einfach eine Montagsausgabe. Hatte ich erwähnt, dass wir Stammtisch haben? Nein, hatte ich nicht heute. Kommt zum Stammtisch Frankfurt am 13., am 12., Tag vorher haben wir sogar München, am 14. haben wir Berlin. Am 19. Helsinki, 20. wahrscheinlich Tampere, am 28. Nee, am 28. ist, meinst du mir, 28. ist Riga. Termine sind alle auf Facebook. Wenn ihr den Termin wissen wollt oder wenn ihr in die WhatsApp-Gruppen respektive für die Events kommen wollt, damit ihr immer, wenn in dieser Stadt ein Event ist, das nicht verpasst, schreibt mir und ich gebe euch den Link sehr gerne. Danke, dass ihr dabei wart. Seht euch und abonnieren, Glocke, kommentieren. Like. Haben wir alles gemacht? Also, danke, bis dann. Ciao.